Es beginnt mit dem Vorspiel. Seht die Hexe dabei Leuwarden. Der Tanz wird kühner. Man liebkost sich. Wie unser edler Erkin und die Höflinge. Dann erfüllt einen das Verlangen, sich brutal zu vereinigen. Zuletzt bleibt nur eine zur Gewohnheit gewordene Kopulation. Bar jeder Leidenschaft. Belarat und De Wet zum Beispiel. Verzeiht, Frosch im Hals. Wir wissen beide um das Verlangen der Männer. Wir sind nicht alle gleich. Ich halte mich aus der Politik raus. Was macht ihr dann hier, wo jeder intrigiert und Ränke schmiedet? Ich bin Mithrissil. Ich bin nicht interessiert. Ihr habt mir den Abend versaut. Vergebt mir, Prinzessin. Ich wollte nicht. Es ist zu spät für Entschuldigungen. De Wet, wir gehen. Naja, egal. Geralt, ich habe mit Declan gesprochen. Und? Ihr solltet mit ihm reden. Wieso sollte ich ihm meine kostbare Zeit opfern? Er wird euch ein Angebot machen. Ihr solltet es annehmen. Benutzt mich nicht als eines eurer Werkzeuge. Ihr und eure Werkzeuge. Was ist das Geschenk, Laras? Das ist eine lange und komplizierte Geschichte, aber ich werde mich kurz fassen. Lara Dorn Ebshiadal war keine normale Elfin. Sie war eine genetische Bombe, eigens herangezüchtet. Sie sollte sich mit einer weiteren Bombe vereinigen und ein noch außergewöhnlicheres Kind zur Welt bringen. Dazu kam es jedoch nie. Lara verliebte sich in Krenigan von Loth, einen Menschenmagier. Zauberer versuchten, ihre Nachkommen auszuspionieren, doch ihre Bemühungen führten zu nichts. Laras und Krenigans Kinder konnte man nur schwer verfolgen und kontrollieren. Sie zu manipulieren war ganz und gar unmöglich. Findet ihr dieses Fest auch so langweilig? Schwebt euch etwas Interessanteres vor? Daheim, Geralt. Gut, so ein Taler habe ich da irgendwo rumrennen gesehen. Hier ist er. Amüsiert ihr euch? Natürlich. Nicht genügend Essen, kein Sitzplatz und alle dreschen leeres Stroh. Und ich könnte der Einzige sein, der nicht in irgendwelche Ränke oder Geheimbünde verstrickt ist. Es ist Zeit für neue Bräuche und Moden. Findet ihr es besser, wenn wir den Nilfgaardern zeigen, dass wir Barbaren sind? Dass wir nur feiern können, indem wir uns besaufen, zotige Lieder grölen und Weibern auf die Ärsche klopfen? Entschuldigt, aber als Relikt der Vergangenheit sind mir die alten Bräuche lieb und teuer. Die neuen habe ich nie gemocht oder verstanden. Doch genug geplaudert. Warum seid ihr hier? Ich bin Patriot. Das Wohl des Königreichs liegt mir am Herzen. Sprecht, wie es der Hehler Thaler tun würde. Thaler, der Hehler, macht nichts umsonst. Thaler, der Hehler, ist ein Schuft. Im Tempeldistrikt soll keiner wissen, dass er mit der Crème de la Crème von Visimas Gesellschaft verkehrt. Wie ihr wollt. Ich will euch was erzählen, Freund. Sie planen einen großen Kampf. Einen ohne Pardon. Der Unterlegene wird von den Krähen zerpickt. Ihr werdet gezwungen, für eine neue Ordnung zu kämpfen, Kamerad. Oder aber gegen sie. Wir werden für unsere Traditionen und unsere Bräuche kämpfen. Für unser Land und unsere Frauen. Wer ist dieser Feind? Ich werde euch nicht an der Nase herumführen, denn ihr seid einer von uns. Und diese Sache haben wir gemeinsam. Also bin ich ehrlich. Ich weiß es noch nicht, aber ich werde es bald wissen. Und dann bricht das Zeitalter von Schwert und Axt an. Auf den Straßen wird Blut fließen. Und wisset, Kamerad, dass es dann keinen Platz mehr für Neutralität gibt. Was hat Leuwarden mit den anstehenden Veränderungen zu tun? Ich muss Erkin zu einem privaten Treffen mit ihm verhelfen. Seine Absichten sind mir ein Rätsel. Mir auch. Wirklich? Was meint ihr damit? Eure Freundin scheint bestens mit Leuwarden auszukommen. Für zwei Fremde haben die beiden eindeutig viel Gesprächsstoff. Seht selbst. Ich vertraue Triss. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Was Leuwarden angeht, so gehört er einer übernationalen Organisation von Kaufleuten, Bankern und anderen reichen Leuten an. Wer ist eigentlich dieser De Wet und was macht er hier? Dieser Hund aus Nilfgaard.
ist nur ein Bauer. Ich verstehe nicht, wie Ada ihn erträgt. Erklärt das. Er ist ein Ritter des Ordens und er ist ein Nilfgaarder. Man kann unserer Prinzessin vieles nachsagen, aber dumm ist sie nicht. Vielleicht spielt die Prinzessin ihr eigenes Spiel. Dann sollte sie sich bessere Verbündete wählen. Im Gegensatz zu Schach fordert dieses Spiel Menschenleben. Ich fürchte, jemand benutzt sie. Warum wollt ihr mich in ein Spiel hineinziehen, das mich nichts angeht? Der Konflikt zwischen Orden und Eichhörnchen interessiert euch nicht? Was ist mit eurer Liebsten, Triss Merigold? Das ist Privatsache. Ich will die Salamandra vernichten. Das ist mein Ziel. Die Salamandra haben einen Schutzherrn. Das ist entweder jemand in diesem Raum oder jemand, der hier bekannt ist. Ihr steckt da mit drin, Wolf. Ob's euch gefällt oder nicht. Wir reden später Alles weiter. Alles klar. Also irgendwie ist Thala ein komischer Typ, aber irgendwie auch cool. Nur noch der da? Naja, macht nix. Freut mich, dass ihr hier seid. Was gibt's? Ein altes Sprichwort lautet, jeder Feind meines Feindes ist mein Freund. Kommt zur Sache. Geralt, ich bitte euch, hört euch an, was der Clan zu sagen hat. Lasst mich raten. Ihr braucht jemanden, der die Drecksarbeit erledigt und habt euch gedacht, ein Hexer mit Gedächtnisverlust wäre perfekt geeignet. Genau. Helft ihr, die Salamandra zu vernichten? Ja. Ich helfe euch, aber das heißt nicht, dass wir Freunde sind. Wunderbar. Das entspricht dem, was wir gehört haben. Alle Geheimbünde brauchen Gold. Fistek bringt für die Salamandra den größten Profit ein. Unsere Spione berichten von einem neuen Salamanderlager draußen in den Sümpfen. Die Kräuter werden geerntet und dann zu einem anderen Stützpunkt in Visimas Tempelbezirk geschafft. Schon wieder Sumpf- und Elendsviertel, na toll. Wir sind sicher, dass ihr beide Lager zerstören könnt. Wenn ihr Unterlagen und Beweise findet, die uns helfen könnten, kommt wieder zu mir. Jawohl. Bitte um Erlaubnis, die Mission anzutreten. Beide Lager sind neu und ohne starke Befestigungen. Das ist eine Kleinigkeit für euch. Einen Menschentrupp hingegen würden die Salamander mühelos abschlachten. Da opfert man doch lieber einen Hexer. Wenn ich zurückkomme, weiß ich mehr. Kommt morgen wieder, falls ihr Hilfe braucht. Triss hat diese Formel speziell für euch besorgt. Oh Mann, jetzt mich wieder in den Sumpf. Würdet ihr mir etwas Paté holen? Also, Tempelbezirk ist auch nicht so schlimm, aber Sumpf, Mann. Hexer. Erinnert ihr euch an das Gespräch über Identität? Gibt es Fortschritte? Ich analysiere das alles noch. Gut. Gut, würde ich sagen, ich verschwinde von dieser Party wieder. Ihr seid anders. Interessant. Und, guck jetzt mal, was ich als nächstes mache. Das Spiel der Macht. Nee, das ist was anderes. Der Spiel.